Hallo und herzlich willkommen zum achten Video meiner Serie Mathe-Kursstufe. Und wie ihr sehen könnt, werden wir heute mit den Graphen ein bisschen arbeiten, damit wir auch mal rausfinden, für was denn jetzt diese Ableitung und Ableitung der Ableitung und so weiter und so fort gut sind. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal die Funktion x hoch 3 plus 2x Quadrat darstellen lassen. Ich werde es euch gleich noch genau zeigen, also hier haben wir schon was vorbereitet. Zunächst mal zu dem Graph eben. Es geht uns um den Punkt hier oben und um den Punkt hier unten. Also um unser Maximum und unser Minimum. Ja, und wie wir die rauskriegen, ist eigentlich relativ logisch. Und zwar, wenn wir sehen, hier steigt unsere Funktion ja die ganze Zeit. Und hinten dran fällt unsere Funktion die ganze Zeit. Das heißt, hier ist unsere Steigung positiv, hier ist unsere Steigung negativ. Zwischendrin muss sie auch mal 0 sein. Und 0 ist genau der Wendepunkt oder halt der Punkt, an dem nichts höher geht, sozusagen. Und dadurch können wir das ganz einfach rausfinden, indem wir die Ableitung 0 setzen. Also ich habe hier den höchsten Punkt und an dem muss die Ableitung 0 sein, davor muss sie positiv sein, dahinter negativ, damit ich einen Hochpunkt habe. Hier unten genau umgekehrt, dann muss die Ableitung erstmal negativ sein. Hier fällt ja unsere Kurve bekanntlich, wie man sehen kann. Da ist sie dann 0 und da steigt unsere Kurve dann wieder. Ja, gut, wie wir das ausrechnen? Habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Können wir auch nochmal zusammen machen, ganz kurz. Also die Ableitung, einfach die Hochzahl vorne dran schreiben, 3 mal x Quadrat plus hier die Hochzahl vorne dran schreiben, 2 mal 2 sind 4 und Hochzahl um 1 verringern natürlich, also 4x. Ja, wir müssen jetzt die Ableitung hier 0 setzen, also f' von x gleich 0. Warum? Haben wir ja gerade eben geklärt. An der höchsten und an der niedrigsten Stelle muss die Ableitung 0 sein. Weil davor steigt die Funktion und dahinter fällt sie, beziehungsweise hier gerade umgekehrt. Aber zwischendrin beides mal 0. So, dann haben wir hier 3x² plus 4x ist gleich 0. X ausklammern, ja, wer das noch nicht kann oder noch nicht so vertraut damit ist, beziehungsweise dazu auch noch ein kurzes Video wünscht, bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass ihr das könnt. Wenn nicht, mache ich auch gerne nochmal dazu ein Video. So, ein Produkt wird immer dann 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 ist, sprich, wenn das hier 0 ist, dann ist unser ganzes Ding 0, weil 0 mal irgendwas, ist egal was, ist immer 0. Also hier x1 ist 0. Und das zweite, 3x plus 4 ist gleich 0. Wenn, ja, hier ausgerechnet, erstmal minus 4 auf beiden Seiten, dann durch 3 teilen, minus 4 Drittel, haben wir hier unten, ja, hier sollte ich vielleicht auch noch weg. Also x ist hier minus 4 Drittel, das steht hier. Das mache ich wieder weg. Das ist sozusagen das Erste. So, aber jetzt haben wir ja nur noch ein Problem. Und zwar, wenn ich jetzt die Funktion kurz wechsle, dann sehen wir hier, Moment, ich muss das richtig einstellen, dass hier auch die Steigung 0 ist. Können wir ja logisch erkennen, ne? Hier wird es immer weniger, und hier wird es immer mehr. Das Problem daran ist, dass das hier kein Maximum ist, sondern ein Sattelpunkt, zu dem ich später noch genaueres sagen werde. Wieder zur alten Funktion zurückzukehren. Also müssen wir hier noch definitiv mehr machen. Das reicht doch nicht. Das ist einfach noch nicht genug. Das ist aber die erste Bedingung, die schon mal sehr, sehr wichtig ist. Und das sind schon mal unsere Stellen, wo es ist. Können wir auch noch kurz abgleichen hier.
Bei 0 soll ein Maximum oder Minimum oder Sattelpunkt liegen. Hier. Das kommt ziemlich gut hin, würde ich sagen. Und bei minus 4 Drittel, also in etwa minus 1, Periode 3. Also hier, das kommt doch auch ganz gut hin. Jetzt, wie finden wir ohne diesen Graphen raus, ob sich's hierbei um ein Minimum, Maximum oder einen Sattelpunkt handelt? Das ist ganz einfach. Wir nehmen die zweite Ableitung zur Hilfe. Tja, jetzt werdet ihr euch sicher fragen, warum. Ich erkläre es euch sofort. Erstmal bildlich die zweite Ableitung. 6x plus 4. So. Die zweite Ableitung gibt die Steigung der Steigung an. Also, gibt die zweite Ableitung mir hier an. Also hier ist meine Ableitung, also die Steigung von der richtigen Kurve ist ja hier immer am kleiner werden. Das heißt, hier steigt meine Funktion noch sehr, sehr steil. Hier steigt sie weniger steil, weniger steil, weniger steil, weniger steil. Sehr, sehr flach, 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 0. Und hier fällt sie flach, fällt, 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 steiler, 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 steiler. So, und dieses flach, weniger flach oder steiler und weniger steil, beziehungsweise hier eben 0, das ist ja auch eine Funktion. Das ist die Steigung meiner Steigung. Ja? Und um die geht es mir jetzt. Ich kann hier mit dieser Steigung der Steigung, also sprich der zweiten Ableitung, kann ich ausrechnen, wie verhält sich meine Steigung gerade an dem Punkt, an dem höchsten oder niedrigsten, das wissen wir ja offiziell nicht, oder auch an meinem Sattelpunkt, wie verhält die sich da? Und wenn sie da 0 ist, dann, also wenn meine, wenn die Steigung meiner Steigung dort 0 ist, dann haben wir einen Sattelpunkt. Also dann geht es ja gerade wieder weiter hoch. Wenn ich aber hier irgendeine andere Zahl habe, also sprich meine Kurve steigt hier immer wenig. Ich gebe mal kurz die Funktion ein, dann wird es deutlicher. 3x hoch 2 plus 4x. So, hier, jetzt sehen wir es besser. Also am Punkt minus ein Drittel ungefähr hier, ja, genau hier, haben wir hier unseren Nullpunkt. Das ist ja das, was wir ausgerechnet haben. Und hier haben wir den anderen Nullpunkt. Haben wir ja auch ausgerechnet. So, und jetzt ist es so, dass unsere Kurve hier die ganze Zeit fällt, 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 fällt. Also hier ist unsere Steigung immer negativ. Das heißt, unsere richtige Funktion, die hier, die wächst langsamer. Also sie wächst immer langsamer. Und an unserem Nullpunkt, wie komme ich jetzt hier vorwärts? Gar nicht natürlich. An unserem Nullpunkt muss ich hier gerade nochmal eingeben. 3x hoch 2 plus 4x, den wir ausgerechnet haben, wandert die Steigung ins Negative, also wandert unsere Ableitungsfunktion ins Negative. Das heißt, unsere Steigung der Ableitungsfunktion, also die Steigung von dieser Funktion hier, muss negativ sein. Weil unsere Kurve, unsere Ableitungskurve, die fällt ja immer noch. So, und das sehen wir daran, dass die Steigung von dieser Kurve ja im Prinzip immer noch negativer wird. Also hier ist sie zwar noch positiv, aber sie wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und hier ist sie dann so klein, dass sie unter 0 fällt. Okay, ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Wir machen das jetzt mal rechnerisch. Also wir gucken an der Stelle minus 4 Drittel, die wir gerade eben ausgesucht haben, wie da unsere Klasse.
von minus 4 Drittel, wie da unsere Steigung der Steigung aussieht, was da mit R los ist. Wie ihr gesehen habt, ich gebe es gerade nochmal ein, damit es auch ja klar wird. Sollte die Steigung dieser Kurve ja negativ sein, weil die Kurve fällt ja hier. Ja? So, das heißt, die ist negativ, vermutlich jedenfalls. 6 mal minus 4 Drittel sind minus 8 plus 4 sind minus 4. Und tatsächlich, die Steigung unserer Ableitung ist negativ. Das bedeutet, diese Kurve fällt. Und das wiederum bedeutet, dass hier erst die Kurve nicht mehr steigt. Also hier hört sie auf, weiter anzusteigen und fängt dann an, hier stärker zu fallen. Gut. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Und wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Dann versuche ich dann nochmal direkt drauf einzugehen. Hier seht ihr, wenn wir einen Hochpunkt haben, dann muss unsere, also wenn wir hier jetzt den x-Wert einsetzen und wir einen Hochpunkt raus haben, dann kommt da was Negatives raus. Das heißt, daraus folgt, dass es ein Hochpunkt ist. HP für Hochpunkt oder Maximum. Aber ihr seht, das passt mal wieder nicht in eine Zeile, deswegen HP. Wenn ich jetzt hier 0 hier einsetzt, 6 mal 0 plus 4, 6 mal 0 ist bekanntlich 0, also kommt hier 4 raus und ihr seht, das ist ein Minimum, weil hier ist es ja genau andersrum wie da drüben, da fällt diese Kurve erst, aber fällt immer langsamer und plötzlich fängt sie sogar wieder an zu steigen. Das heißt, unsere Ableitung, also die Steigung dieser Funktion hier, wird immer größer. Okay? Gut, ich hoffe, das passt soweit. Deswegen ist das hier ein Tiefpunkt. Und wenn ich jetzt einen Sattelpunkt habe, dann könnt ihr euch denken, was dabei rauskommt. Ist es denn? Da ist es. Sattelpunkt haben wir zum Beispiel bei der Funktion x hoch 3 einfach. Hier. So. Wenn ich jetzt hier einen Sattelpunkt habe, das können wir auch gerade noch kurz durchrechnen. Da habe ich nur ein x raus. So. Also die erste Bedingung hier ist, f' von x muss 0 sein. Wann ist 3x² 0? Ich kann es kurz da hinschreiben. 3x² ist gleich 0. Ich teile hier erstmal beide Seiten durch 3. 0 durch 3 ist 0. 3x² durch 3 ist x². So, und die Wurzel aus 0, wer hätte es gedacht, ist auch 0. Damit kommen wir bei dem hier aus. Das heißt, die Steigung hier ist tatsächlich 0. Ja? Aber die Steigung meiner Steigung, die f' von 0, also halt an der Stelle hier immer schön, ist gleich, 6 mal 0 ist auch 0. Soll heißen, bei einem Sattelpunkt haben wir hier die Steigung auch immer, also die Steigung im Sattelpunkt ist 0 und die Ableitung, also die zweite Ableitung, also sprich die Steigung meiner Steigung ist auch 0. Und dann können wir sagen, es ist ein Sattelpunkt. Allerdings brauchen wir für Sattelpunkte einfach noch die dritte Ableitung. Die darf nicht 0 sein. Das ist einfach mal wieder so ein dämliches Ding, sei einfach so gesagt. Nehmt die dritte Ableitung und schaut, die ist in den seltensten Fällen dann noch ein Problem. Aber hier 6, das ist ungleich 0, deswegen ist es ein Sattelpunkt. Also nochmal kurz. Zum Wiederholen, wir haben Extrempunkte,
finden wir raus, indem wir die erste Ableitung 0 setzen. Also jetzt mal allgemein, f von x. Das hier ist gleich 0. Die zweite Ableitung darf nicht 0 sein. Deswegen das Ausrufezeichen hier. Und die dritte Ableitung ist uns scheißegal. So. Das für Extrempunkte. Das hier mache ich mal weg hier. Das verwirrt bloß. So. Das ist unser Rezept für Extrempunkte. Erstmal die ersten zwei Ableitungen bilden. Die erste 0 setzen. Da bekommt ihr dann x-Werte raus. Die setzt ihr hier ein. In die zweite Ableitung. Und da darf dann nicht 0 rauskommen. Dann habt ihr ein Maximum oder ein Minimum. Wenn ihr dann den Punkt bekommen sollt, also nicht nur die Stelle, sondern auch den Punkt, dann setzt ihr das, was ihr hier rausgekriegt habt für x, also bei der Gleichung, also in unserem Fall war es x gleich 0 und x gleich minus 4 Drittel. Diese zwei Werte setzt ihr dann da oben ein, beziehungsweise hier die 0. Und bekommt dann einen genauen Wert raus, der ist dann euer y-Wert. Na, geht nicht weiter zurück. Und dann habt ihr den Punkt raus. Das heißt, euer Punkt ist dann p oder euer Maximum Hochpunkt. Ist in dem Fall minus 4 Drittel gewesen. Strich. Also so ein Strich. F von minus 4 Drittel. So. Und das ist euer Hochpunkt dann, so berechnet ihr den. Und für Sattelpunkte muss die zweite Ableitung auch 0 sein. Und die dritte Ableitung, die darf jetzt diesmal nicht 0 sein. Das ist unser Kochrezept. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist ein ziemlich komplexes Thema. Normalerweise hätte ich das in mehreren Videos machen sollen, aber hat irgendwie gerade so gut reingepasst. Ja, wenn ihr Fragen habt oder nochmal wollt, dass ich da genauer drauf eingehe, sagt Bescheid. Ich mache dann nochmal ein Video für euch. Ja, bis dann. Ciao.